Oh, war ja. Man hört euch trotzdem noch. Ich mach den Kram nicht. Sehr schön. Die Königin der Soßen. Artischocken-Dip. Hier ist ein angenehmer Weg, um mehr Artischocken in deinen Körper zu befördern. Ich selbst tunke nicht mal irgendetwas rein. Ich schlürfe die Soße einfach mit einem wie ein Milchshake. Lecker. So, es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Okay. Und Wahrsager, habe ich heute Glück? Höchst unzufrieden, habe ich wieder Pech. Ja, gut. Das ist natürlich traurig. Halt, stopp. Kühe melken. Halt, stopp. Das bleibt alles so, wie es ist. Genau. Genau. Das klang gerade wie, als wäre du mich auf dem Klo. Was? Weil die Kühe das so tschst macht? Naja, das klang gerade wie, als wenn jemand Wasser abfüllt oder so. Was ist beim Kühlmelken? Achso. Quasi das in einem. Oh, unser erster Apfel ist fertig. Unser erster Apfel ist fertig. Schön. Apfel, 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 Apfel. Apfel, Apfel, Apfel? Ich habe jetzt schon alles gepflückt. Kann ich alles bei Herbst reinhauen, oder? Benni. Was? Ja. Denke. Ich war gelogen, ich habe noch nicht alles gepflückt, sehe ich gerade. Eingelegte Passinagenfliege ist ja aus Weizen eingelegt. Gelee-Lachsbeere. So Einzelsachen, dass man hier Kartoffel eingelegt. Benni, irgendwie passt denn hier alles in den Herbst-Dingens da rein. Wieso nicht? Weil es nie reinpasst. Was willst du überhaupt noch da reintun? Mais wird verkauft zum Beispiel. Mais wird verkauft, gut. Und die ganzen Silbersachen werden auf jeden Fall auch verkauft. Und Mais ist auch nicht hier im Herbstding drin, sondern im Sommerding, weil Mais im Sommer angefangen wurde. Hm. Naja, du ordnest das schon richtig. Wow. Ich gehe uns hier runter. Wow. Du ordnest das schon richtig. Ich gebe dir gleich, du ordnest das schon richtig. Hey, Weintrauben ist auf jeden Fall falsch hier. Wenn was im Minending ist oder so oder irgendwie falsch drin ist, dann meckere ich auch nicht mehr rum. Ich mache einfach. Ich meckere trotzdem rum. Finde ich angebracht. Angebracht. Ja. Rummeckern. Rummeckern ist immer angebracht. Doch, wir spielen schon die ganze Zeit. Hallo, ich weiß nicht, was du machst, aber wir spielen. Nur am Meckern. Ich bin halt. Was ist los? Wir. Ach, wir? Gebt ihr gleich. Wir alle meckern. Meckerziege, oder? Ausgeschlossen von dem Ganzen. Ach so. Hab's natürlich nicht kalt gestellt, das schmälert ein bisschen den Geschmack. Ach mein Gott, mein steht Uni kalt. Du hast dein Urin nicht kalt gestellt? Was soll denn das? Bitte was? Du machst ja kaum Toilette. Oh, du bist so eklig. Hey, ja. Ekelhaft. Du hast gesagt, du bist auf Toilette und sagst dann, du hast es nicht kalt gestellt. So. Ich meinte das Radler, was ich mir geholt habe. Kann ja keine Ahnung, dass du von Radler redest. Alles klar, ja, ja. Das ist jetzt ein schönes österreichisches Radler, das ich dringend trinken muss, weil es schon seit 10 Monaten abgelaufen ist. Sehr gut. Mir kann in dem Sinne gar nicht ablaufen. Ich kaufe immer Alkohol und dann feiere ich keine Partys und dann steht der hier einfach ewig rum. Ja, aber Alkohol kann ja nicht gären. Natürlich kann es das. Also ja, in Bier schon. Ich habe schon weggeleert letztens. In Bier kann es ja wohl noch schlecht werden, ja. Sehr schlecht kann das werden. Also wie gesagt, ich habe schon welches aufgemacht und direkt von der Flasche in die Toilette quasi, weil so ich. Ich dachte, in den Mund rein. Leider nicht. Hm, das ist gut. Ein bisschen arg süß, aber gut. Du musst mal Odin-Trunk dir besorgen. Das ist ein Honig. Nee, das Zeug kann ich nicht mehr sehen. Ein Honigbier. Kenne ich. Gibt's in meinem Standardclub. Ich bin Grufti und Mittelalter. Ja, da gibt's ständig Met und so. Kann ich auch nicht mehr sehen, by the way. Ich habe mir letztens 4 Flaschen geholt und zu meiner Freundin übelst euphorisch gesagt, ja, das schmeckt mir ganz bestimmt. Also, nee, die anderen 3 Flaschen hat meine Freundin getrunken. Hier ist ja ein Durchgang! LOL! Was? Wo bist denn du? Unten, ich habe ja zum ersten Mal gesehen, dass unten am Kuhstall ein Durchgang ist.
Zum Rausgehen, meinst du? Ja, das habe ich zum ersten Mal gesehen. Alter. Das war aber zugewachsen. Ich habe mir mal zugehört. Ich habe auf jede Seite einen Durchgang gemacht. Das habe ich dir aber auch gesagt. So. Und ich versuche jetzt wieder in der Mine und Schwert zu finden. Ach so, du meinst Zauntor. Ja, genau. Ich meine Zauntor. Sehr gut erkannt, Felix. So, ich habe jetzt übrigens auch schon mal das für die Dingens vorbereitet. Weil ich jetzt sicher gesagt habe, dass ich, wenn ich alleine bin, keinen Alkohol trinke, rottet sich bei mir Alkohol irgendwie. Dann schick mir was. So oft alleine in letzter Zeit, keine Ahnung. Schick mir was. Oder ändere das Alleinsein. Eben. Ja, also die Messlatte ist ja, dass ich nicht trinke, wenn ich vorhabe, den ganzen Abend ohne mit Menschen zu reden, irgendwie daheim hocke und dattel oder irgendwie sowas. Aber warum? Da fällt zum Beispiel der Stream dann raus, weil da rede ich ja mit Menschen. Und warum trinkst du da nicht? Ich habe einen Alkoholiker in der entfernten Familie und irgendwie hat der meine Jugend mit sehr viel Knowledge über Alkohol geprägt und dann habe ich mir das irgendwann mal als Credo gesetzt, dass ich einfach keinen Alkohol trinke, wenn ich alleine bin. Okay. Und das halte ich bis heute durch. So, okay. Ja, das mir aber auch ist nicht. Das Radler jetzt gerade. Das Radler ist ja quasi. Es geht mir einfach mit darum, uns. dass ich nicht dieses. Da zieht die Hexe. Haben möchte, dass ich daheim hocke und alleine bin und mich alleine fühle und dann mache ich mir ein Bier auf, weißt du, irgendwie sowas. Also, und dann, wenn ich halt mit Leuten rede, dann ist es ja okay. Du kannst doch gerne woanders hin tun, Benni. Ich finde das gut, wenn man alleine ist, ein Bier aufzumachen. Das sollte man sich angewöhnen. Am besten gleich 3-4, damit man die in einer halben Stunde lernen kann. Gerade du, wenn so viel Alkohol trinkt. Ja. Reden. Ich kann ja auch Balzbier aufmachen, ja. Malzbier ist eine geile Sache. Also ich trinke tatsächlich öfter, so letzter Tag, wenn ich ne? alleine bin, alkoholfreies Bier. Meine Freundin trinkt Malzbier. Wollt ihr euch vielleicht den größeren Rucksack holen, wenn wir gerade so viel Geld haben? Ich hab schon den größeren Rucksack. Ich. Oh scheiße, ich schaff das nicht mehr. Das kaufe ich gleich für 30.000 den Katalog, damit wir unsere Inneneinrichtung haben. Nein, du kaufst dich für meine bessere Wohnung. Ha! Nicht den Katalog kaufen. Das können wir ganz zum Schluss machen. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. 16 Uhr. Hättest du es nicht eher sagen können, ey? Ja, Scheiße. Macht 17 Uhr zu. Was, 17 Uhr? Ja, der steht immer noch rum. Also besser zu wenig Alkohol im Haus als zu viel. Bei mir verdirbt der Kram schon. Ich soll es vielleicht mal verschenken. Viel als zu wenig. Das Ganze, also ich hab tatsächlich sehr viel Alkohol im Haus. Die Luxus. Du trinkst doch keinen. Ja, aber meine Freundin hat manchmal Alkohol getrunken. Ach so. Ich bin auch bei meinen Freunden inzwischen schon als der bekannt, der, wenn er kommt, zu irgendwelchen Feiern und eine Flasche Alkohol mitbringt. Dann muss halt das Zeug loswerden, ne? Genau. Also ich habe auch mal über Foodsharing von einer die komplette gefangen. Minibar abgeholt. Das war auch cool. Eine komplette Minibar? Ja, also die Geschichte dahinter ist ein bisschen tragisch. Also die hatte einen Alkoholiker als Mann und der war dann irgendwie in der Entzugsklinik. Und da war aber noch die komplette Minibar voll mit zum Teil ungeöffneten Flaschen und was weiß ich was. Also es war richtig krass. So irgendwie 2 oder 3 Flaschen von Bacardi und Captain Morgan und lauter so Zeug halt, was ja eigentlich auch recht teuer ist. Und die hat das dann halt bei Foodsharing reingestellt und hat gemeint, ihr Mann kommt morgen von der Entzugsklinik und sie möchte, dass das Haus halt komplett alkoholfrei ist. Und ob jemand, also das hat sie natürlich öffentlich nicht gepostet, sondern das hat sie mir dann erzählt, als ich dann dort war. Deswegen machst du sie jetzt öffentlich, finde ich gut. Ja, komm, so. Das ist war vor locker 1,5 Jahren, ja. Und möchtest du vielleicht das Datum noch genau sagen, wir auch wirklich zurückverfolgen können? Als ob den Stream hier wirklich jemand akribisch verfolgt und alles aufschreibt. Darum geht es ja nicht. Davon dann jemand sucht, wann irgendwann, mal davon abgesehen, dass der Facebook-Post vermutlich längst gelöscht ist. Ja. Also. Ich habe einen getrockneten Seestern gefunden. Was ist das denn? Wer das ist. Ich beschreibe ja weder, wo sie wohnt noch wie sie heißt. Wahrscheinlich in der Nähe. Wieso? Ich habe auch schon Sachen aus anderen Orten abgeholt. Frankfurt, Darmstadt, Groß-Gerau. Huch, ist nicht, hier geblieben. Ist nicht immer bei mir im gleichen Ort und vor allen Dingen nicht immer bei mir um die Ecke. Hier geblieben, Fischlein. Meiner. Oh fuck. Fuck, geh doch. Benni? Ich habe einen weißen Tuch. Benni. Was denn? Haben ja in unserer Fortschrittsding im Gemeindehaus schon einen Barsch. Ja, ne? Guck doch nach. Das weiß ich genauso gut wie du. Ich bin gerade beim Schweinehändler. Ich wollte eigentlich jetzt nie nachgucken, weil der sonst irgendwann zumacht. Also ein Barsch ist, glaube ich, relativ häufig. Hör ich euch jetzt wieder?
Ja, wahrscheinlich. Was hast du mir jetzt wieder kaputt gemacht? Nein, ich habe jetzt gerade, ich wollte auf eine Nachricht antworten, ihr wart mitten im Redefluss mit etwas, was mich aber eigentlich nichts betrifft. Und dann habe ich gedacht, ich müde euch jetzt doch mal eine Sekunde. Schweinerei. Ich muss gucken, ob das so geht. Du musst dir einfach angewöhnen, uns also nur dein eigenes Mikro zu muten und einfach drüber zu reden. Dann kannst du drüber reden. Ja, aber mir wurde vorhin im Chat gesagt, dass es ziemlich anstrengend ist, wenn wir alle übereinander reden. Wieso? Ach, Quatsch. Was insbesondere, wenn ich dann wahrscheinlich auf Sachen antworte, die im Chat basieren, aber nicht auf das antworte, was ihr sagt. Also deswegen mute ich euch dann lieber. Aber das finde ich gut, weil dann will der Chat nämlich uns hören. Das finde ich wichtig. Der will einfach mich hören und ihr labert halt parallel. Das ist das Ding. Die wollen uns zuhören, weil du bist ja laut genug und hoffentlich in deinem Stream. Eben, du bist langweilig. Und ihr seid genauso laut wie ich. Du bist langweilig. Ja, eben, du müsstest dich halt lauter machen als uns. Oh, böser Fisch. Ich dachte böse Felix, aber okay. Den kriege ich nicht. Ich gehe dann mal. Irgendwie fühle ich mich momentan bei dem Spiel so lost. In der Temple-Area, also in dieser Wüsten-Area komme ich nicht weiter. Jawohl, die Kinnlade hängt jetzt auf halb acht. Ja, vor allem im Winter wird es jetzt echt. Real Dongbong John, haust du mir einfach mal mit 6 Viewern. Ich wusste gar nicht, dass du gestreamt hast. Herzlich willkommen zurück. Zurück? Ha! Ja, quasi zurück. Na, John hat schon mal bei mir reingeschaut. Und Dankeschön für die Viewer. Hallo, herzlich willkommen. Halli, hallo. Ich bin der Ben und ich spiele gerade mit Felix und Lumi in Stardew Valley im Chor. Ui. Hier geht es nämlich chaotisch zu, weil wir haben eigentlich keinen richtigen Plan und die anderen sind komisch. Herzlich willkommen. Momente Mol, wer ist hier komisch? Und wie definierst du komisch überhaupt? Bin ich verrückt oder die anderen zwei, ne? Naja, es ist doch, wie ist das, wenn einem am Tag das dritte Arschloch begegnet, sollte man überlegen, ob man nicht selbst eins ist. Du hast jetzt schon zwei Verrückte, wenn du jetzt noch einen dritten begegnest, dann... ich will ja nichts sagen, aber... Deswegen gehe ich nicht aus dem Haus, dann passt das wieder. Ich hab noch eine Vogelscheuche geholt. Wieso hast du denn noch eine Vogelscheuche geholt? Die Sammelvogelscheuche vorhin. Ja, die Hexe haben wir. Sehr gut. Und wir haben auch einen Schneemann jetzt. Ja, den gibt's doch im Winter bestimmt nochmal. Wo bist du denn jetzt schon den Schneemann? Denke ich mir auch gerade so. Oh Mann, die blöde Robin baut hier immer noch. Ich will endlich mein besseres Haus. Ich bestimmt morgen fertig. Die blöde Robbe baut hier immer. Oh Leute, geht das morgen? Morgen ist Winter. Ich will wissen, wie Winter ist. Lass das Winter erleben. Winter ist ohne Acker. Hört 6 Spaß Stunden. Geht ins Bett. Du hast 6 Stunden Factorio gestreamt. Du hast dann aber auch ganz schön was zu tun, Mensch. Ich will auch nicht in dein Bett. Eieieiei. Doch nicht immer im Bett. Jetzt muss ich die Arbeit auch mal. Das klingt nach ganz schön viel Denken, Arbeit, Überlegen und Optimierung. Factorio ist eigentlich so ein Spiel, was ich mir dachte, das könnte ich vielleicht mal irgendwann anfangen, aber dann dachte ich mir so, da brauche ich so viel Zeit. Nee. Ah, muss auch mal bei dir reinschauen, ich merke schon. Aber ich wünsche dir einen schönen Abend und eine erholsame gute Nacht oder sowas. So, jetzt habe ich euch mal gemutet gehabt. Oder gar nichts. Weghaus Früchte anbauen. Ich bin ja fast tot. Hilfe, 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 nein! Genau, deswegen würde ich dann auch erstmal die Angel auswerfen, wenn man tot ist. Das ist jetzt nicht dein Ernst, das wie so scheiße, wie mich auf unserem Hof gekillt hat. Vor allem, das sind die Viecher, die am schwächsten sind. Oh Leute. Lumi wird davon einfach mal gehen. Kurze Hintergrunderklärung. Lumi stirbt ungefähr jeden Tag einmal. So ist der Hintergrund dazu. Jetzt kommt auch noch mein Lumi-Fail in meinem Stream. Ich danke. Das war jetzt aber... Achso, dann müssen wir Bot noch alles machen. Ich habe mich so verdammt nochmal gefreut, dass ich rechtzeitig aus der Mine zurück bin. Bist du denn gerade in dein Bett schläft? Diese fucking Fledermaus. Bist du denn gerade in deinem Bett schläft? Das ist nicht die fucking Fledermaus. Mir ist sowas von egal, wer in meinem Bett schläft. Wenn ihr jetzt auch noch mein Bett zugemüllt habt und ich deswegen außerhalb von meinem Haus schlafen muss, ich bring euch Schlaf bei mir, ich habe ein Doppelbett. Ich habe nichts davor gestellt. Das ist eine Falle. Ich habe keine Zeit mehr. Wir haben schon 1.40 Uhr. Sag doch, ich sag, schlafe mir. Ich habe ein Doppelbett. So. Jetzt geht es aber. Kuschel. Ouchi, immer nett. Ich merke das schon. Oh, Viehzüchter oder Ackerbauer? Wer hat denn den Aal verkauft? Welcher Volltrottel? Warum? Weil das ein seltener Fisch ist, den wir noch brauchen. Den haben wir nicht. Sind sicher? Wir nicht mehr. Okay, dann ist das gut. Da habe ich nichts gesagt.
Das ist voll Trottel. Aber den Skelettschwanz hätte man vielleicht mal abgeben können, statt zu verkaufen. Der Skelettschwanz, mit dem bin ich zugrunde gelaufen, den kann man nicht abgeben, den haben wir anscheinend schon. Aber da stand, der Gunther kann noch was darüber erzählen bei mir. Okay. Hätte ich jetzt nur ihn abgeben können. Ich könnte mehrere Leute abgeben.